klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Ich habe mir heute einmal meinen Beerdigungsanzug angezogen hinsichtlich der traurigen Wahrheit, dass die Hälfte der Jungfrauen zurückbleiben werden bei dem Ereignis, bei dem sie hätten mitgehen können, so sie sich doch vernünftig verhalten hätten. Um zu bedenken, dass da von Gottes Seite auch eine Traurigkeit käme und entstanden ist über die Tatsache, dass er von seiner Seite, allein von seiner Seite aus, am liebsten alle 10 Jungfrauen mitgenommen hätte. Aber sie haben nicht gewollt. Die dummen Jungfrauen wollen nicht wirklich in diese intime, enge Verbindung zum Bräutigam treten. Nein, sie halten sich ferne, machen ihren religiösen Tamtam, wo nichts wirklich dahinter ist. Und dass das auch eine gewisse Traurigkeit für Gott bedeutet, wie ist es möglich, dass ihr so aufgestellt wart, nicht ein, zwei Jahre, vielleicht Jahrzehnte eures religiösen Lebens hindurch, wart ihr so aufgestellt, dass ich als Endresultat nur sagen muss, hey, ich kenne eure Herzen nicht. Tut mir sozusagen leid, ich kann euch nicht mitnehmen. Um mir das nur mal so zu Gemüte zu führen, weiß ich gar nicht, wie kann ich das darstellen. Da ist so ein schwarzes Jackett, ist gar nicht wirklich der Ausdruck dafür, wo tiefgreifend etwas kommen wird, dass man sagen muss, ja, wer nicht hören will, der muss jetzt fühlen. Ihr habt es auf die gute Art und Weise, auf die angenehme Art und Weise, wie es ja die Klugen vorgemacht haben, die klugen Jungfrauen, die haben gelernt, die haben sich ausgerichtet nach Gottes Wort, die haben geistgemäß ihr Leben eingerichtet und ihr dummen Kinder, was macht dann ihr? Jetzt müsst ihr es auf die harte Art und Weise lernen, was die Klugen auf die tatsächlich verhältnismäßig in dem Vergleich zu dem, was dann über die Törichten kommt, die Klugen haben es auf die weiche, sanfte, liebevolle Art erfahren können, durchleben können. Ja, man kann ein Leben mit Christus in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist führen, sich dabei selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und Glückseligkeit in seinen Leiden erfahren, um dann qualifiziert zu werden. Der Bräutigam holt uns zu sich. Wunderbar. Dieser Beweis, dass jetzt die Zurückbleibenden anerkennen müssen, wir haben unser Leben nicht nach dem Geist, nicht nach der Bibel ausgerichtet. Nein, wir waren verkehrt. Waren richtig. Hier, das Fakt ist klar, der Beweis liegt auf der Hand. Sie sind weg, wir sind zurückgeblieben. Dunkel, dunkel, schwarz und traurig, trostlos. Und doch besteht da immer noch diese Möglichkeit. Ihr könnt jetzt noch unter Beweis stellen, ob ihr euch noch bekehren möchtet, ob ihr noch hinkehren wollt zu dieser Wahrheit, die aber so scharf hineingeschnitten hat in das Leben von christgläubigen, bibelkennenden Menschen hineingeschnitten hat, um diese enorme Trennung zwischen diesen zwei Gruppierungen in der christlichen Abendland, wie soll ich sagen, unter den Christen zu bringen, dieses Schwert der Wahrheit, das zuerst an das Herz der Törichten tief eindringen wird mit so einem schockenden Erfahrung. Was ist geschehen? Was habe ich jetzt verschuldet? Was ist
über mich gekommen, um dann aber auch mit dem gleichen Schwert der Wahrheit noch die Trennung, die Dividierung der Zurückbleibenden zu bewirken, dass sie sich entweder weiter in der gleichen Verhaltensweise ausrichten, ne, also gegen Gott, frech, empört, wieso hat er uns nicht mitgenommen, wir haben doch auch alles erfüllt, wir sind jetzt verärgert, wir können uns da jetzt noch auflegen, wir können es aufbauen, hilft aber nichts, hilft euch all nichts, es wird euch nur helfen, wenn ihr zur Reue und Buße mal die Hand in die eigenen Busen steckt und seht, wie aussätzig ist euer religiöses Leben gewesen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, schaut es euch an, hier ist das Resultat und jetzt ändert. Ändert eure Sinne. Das ist dann auch noch möglich. Aber wie gesagt, hängt immer wieder wie früher, so dann auch jetzt, von der Reaktionsweise des Menschen ab, weil es dann wieder nur zwei Möglichkeiten gibt, Himmelskandidat oder verdammter Höllenverdiener.